Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom! Und zwar meiner letzten. Das hier ist wahrscheinlich mein letztes Video, was ich rausbringen werde, liebe Leute. Nein, der Schein trügt nicht. Was haben die Leute gewartet? Was haben die Leute durchhalten müssen auf diesen einen Moment, den wir heute haben, liebe Leute? Es ist endlich soweit. Denn das wird wohl voraussichtlich meine letzte Folge hier auf YouTube sein. In der Version Scoom 0.6. Denn, liebe Freunde, es ist soweit. Endlich ist die 0.7 da. Liebe Leute, wenn ich die 0.7 installiert habe und wenn das Video rauskommt zu dem Zeitpunkt, wird es vermutlich so sein, dass ich die 0.7 schon installiert habe. Dann habe ich keinen Zugriff mehr auf meinen eigenen Server, liebe Leute. Also benehmt euch da, denn für die, Ja, Freunde, und wenn ihr auch es kaum erwarten könnt und endlich 0.7 zocken wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auf meinen Twitch-Kanal zu kommen, denn dort streame ich die 0.7-Version schon vorab. Da können wir uns gemeinsam mal anschauen, während ich streame. Und dann können wir das gleich mal diskutieren und auch durchgehen, was wir da auf meinen Server dann umstellen werden. Weil, wie gesagt, da müssen wir nach und nach immer mal wieder einstellen. Dann natürlich den Server bei uns anpassen. Jetzt ist der ja noch auf 0.6 gemünzt. Ne? Und wie gesagt, ich werde den jetzt wipen. Wir fangen alle wieder neu an. Das bedeutet, wir haben Versionswechsel von 0.6 auf 0.7. Alle Leute, Insassen, die jemals hier gebannt worden sind, sind wieder freigeschaltet. Leute, es ist immer so bei mir, dass ich immer noch, wie gesagt, den Leuten eine zweite Chance gebe, die hier immer missgebaut haben. Alle Insassen dürfen dann wieder auf die Insel kommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Der Server ist frei, ohne Passwort. Ihr braucht euch auch nicht hier bewerben oder was auch immer. Ja, jeder kann ein sicheres Haus in der Safezone haben. Und jeder kann auch ein Kriegshaus haben, eine Kriegsbasis, um die dann gekämpft wird. Das liegt daran, weil wir jetzt ja auch vom Himmel aus angreifen können, wie gesagt. Ihr habt es gesehen, die offiziellen, die Trailer. Ne? Da brauchen wir natürlich eine gewisse Art Schutz halt. Und deswegen habe ich die Safe Zone unten komplett in der Z-Reihe so halt gemacht, weil das eben doch massiv sein kann, wenn man dann auch vom Luftraum her jetzt angegriffen werden kann. So hat jeder von uns eine Kriegsbase, also jeder Squad etc. eine Kriegsbase und eine sichere Safe Zone Base da unten, weil da oben ist sonst ein bisschen zu viel Terz, Alter. Ihr wisst es selber, hier herrscht nur noch Krieg jetzt, Leute. Also, ne, egal ob zu Wasser, zu Land oder zur Luft, ihr könnt jetzt überall angegriffen werden und müsst eure Base halt in jeglicher Hinsicht verteidigen. Die Squads, wie gesagt, wurden erhöht, also ihr könnt jetzt große Squads hier haben. Und da bin ich ganz gespannt, ja, wer hier als nächstes dann die Führung übernehmen wird von dem Server. Also jetzt spielertechnisch, welcher Squad hier auf Platz 1 sein wird und sich verteidigen kann. Und dann hoffe ich, dass das alles gut geht. Ne? Wie gesagt, ich habe da, wie gesagt, ich appelliere darauf, dass ihr euch dann vernünftig da eben diskutieren könnt bei uns im Chat und sowas, nicht, dass ihr euch den zankt und so. Es ist ein emotionales Spiel und man muss auch, wie gesagt, nicht alles eben immer zerstören oder mitnehmen. Macht es einfach so unter dem Motto Fair Play. Es sind ja nur Empfehlungen von mir, ne? Es werden auch überall wieder Minen sein, das heißt, du wirst überall explodieren können mit deinem Auto und sowas. Da müsst ihr jetzt wieder drauf eingestellt sein. Also wir müssen jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber deswegen habe ich ja auch, wie gesagt, das neue Konzept hier hervorgebracht. Das Doppelhaus-Konzept. Jeder kann ein Haus in der Safe Zone haben. Und jeder dann auch in der Kriegszone halt. Ne? So,
Damit auch, wie gesagt, wenn man komplett oben in der Map zerstört ist, hier zeige ich es nochmal auf, hier oben, wenn man hier denn irgendwo komplett zerstört ist, dann kannst du halt zur Not in deiner halt hier wieder dich aufbauen in der Safe Zone durch dein gesichertes Haus halt, da wo du dann deine Reservemunition hast, deine Reservewaffen, alles mögliche halt, alles was du an Reserve halt hast, scheißegal. Ne? Aber es ist halt so, dass wir dann halt auch oben halt natürlich dementsprechend die Kämpfe halt intensivieren werden. Ne? Da bin ich schon richtig gespannt. Wann die Flugzeugjäger denn da rauskommen aus der Safe Zone, über den Kanal fliegen, ab in die Kriegszone und dann geht's los, Leute. Ja, ihr habt's gesehen im Trailer etc. Das werden wir jetzt live im Stream bei mir dann spielen. Deswegen haut ein Follower raus bei meinem kleinen Twitch-Kanal, dann zeige ich euch schon mal vorab die 07-Version. Können wir gemeinsam besprechen. Und was wir denn für Elemente vielleicht noch integrieren bei uns auf dem Server, bei uns jetzt auf dem Spieleserver, was wir da ummünzen. Ja, es wird jetzt natürlich keine Mitgliedspflicht oder sowas geben, das muss ich auch nochmal dazu sagen, falls das jetzt einer falsch verstanden hat oder sowas. Ich meinte das nur so, dass wenn das gar nicht mehr geht, ne, dass die Leute sich nur noch hier irgendwie zanken, denn weil es ist ein emotionales Spiel, dann wäre das eine Möglichkeit, das zu begrenzen, dass das dann aufhört mit diesem ganzen Gemecker, Gejammer und so weiter und so fort. Dann sehen wir uns, Leute, in frischer Montur. Ich werde, wie gesagt, natürlich auch in der PvP-Zone sein und mit euch mitkämpfen. Ja gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns morgen schon wieder. Vielleicht, wenn ihr Bock habt. Und muss ich gucken, weil ich komme ja selber nicht mehr auf den Server dann, wenn ich hier mein Spiel umgemünzt habe auf 07, dann komme ich ja nicht mehr auf meinen Server. Müssen wir sehen. Ansonsten einfach, ja, wenn ihr Lust habt, wie gesagt, im Livestream abends, dann sehen wir uns da und dann ist gut. Und dann, bis dann.